Hallo zu meinem nächsten Video zur grafischen Darstellung von Brüchen. In diesem Video werde ich euch nun immer die Angaben vorlesen und anschließend habt ihr die Chance, sie selbst zu lösen. Ich werde euch dann immer darauf hinweisen, wann ihr auf Stopp drücken könnt und anschließend werde ich euch die Lösung zeigen. Fangen wir an. Das erste Beispiel lautet: Welcher Bruchteil dieser Tastatur besteht aus den Selbstlauten A, E, I, O und U? Ihr seht, ihr habt eine Computertastatur mit dem ganzen Alphabet. Wenn ihr die Aufgabe nun selbstständig lösen könnt, drückt jetzt auf Stopp. Und hier ist die Lösung. Zunächst müsst ihr wissen, dass unser Ganzes hier die Tastatur ist. Im nächsten Schritt schauen wir uns, was der Nenner ist, also in wie viele gleich große Teile unser Ganzes aufgeteilt ist. In dem Fall sind es 26 Teile, also die 26 Buchstaben. Nun müssen wir herausfinden, was unser Zähler ist. Dafür müssen wir wieder in die Angabe schauen, denn gefragt ist ja nach den Selbstlauten A, E, I, O und U. Und das sind genau 5. Das ist unser Zähler. Also können wir sagen, 5 26stel dieser Tastatur sind Selbstlaute. Im nächsten Beispiel geht es um ein Spielbrett, was ihr hier seht. Dieses Spiel heißt Quixote. Und auf dem Spielbrett haben insgesamt 25 Spielsteine Platz. Welche Antworten sind richtig? Ich habe hier ein paar Antworten aufgeschrieben. Ihr sollt nun probieren, herauszufinden, welche Aussagen von diesen Antworten richtig sind. Falls ihr die Aufgabe nun selbstständig lösen könnt, drückt jetzt auf Stopp. Und nun zeige ich euch, welche Aussagen richtig und welche falsch sind. Schauen wir uns einmal die erste Aussage an. Die Kreissteine nehmen einen Bruchteil von 20 25stel ein. Zuerst betrachten wir unseren Nenner. Wie schon in der Angabe erwähnt, haben wir eine gleich große Aufteilung von 25 Spielsteinen. Und diese 25 Spielsteine sind unser Nenner. Das bedeutet, in der ersten Aussage, die 25stel sind schon einmal richtig. Dann schauen wir uns den Zähler an, 20. Dazu müssen wir nur unsere Kreissteine auf dem Spielbrett abzählen, denn das sind ja die Steine, nach denen gefragt ist. Und das sind genau 20. Das bedeutet, die Aussage, dass die O-Steine einen Bruchteil von 20 25stel einnehmen, ist richtig. Schauen wir uns die nächste Zeile an. Die X-Steine nehmen einen Bruchteil von 5 20stel ein. Wie ich schon für die erste Antwort erwähnt habe, haben wir ja eine Aufteilung von 25 Spielsteinen. Das bedeutet, dass hier schon einmal unser Nenner falsch ist und dadurch ist auch diese Aussage falsch. In der nächsten Zeile steht, die X-Steine nehmen einen Bruchteil von 5 25stel ein. Der Nenner ist ja schon einmal richtig, also die 25stel. Um herauszufinden, ob der Zähler auch stimmt, müssen wir nur von unserem Spielbrett die X-Steine abzählen.
Und das sind genau 5. Das bedeutet, die 5/25 sind hier richtig. Und in der letzten Zeile steht, die Kreissteine nehmen einen Bruchteil von 21/25 ein. Da wir schon aus der ersten Zeile wissen, dass es auf jeden Fall 20/25 Kreissteine sind, können wir hier wieder sagen, dass diese Aussage falsch ist. Das nächste Beispiel handelt von einer Schularbeit. Bei einer Schularbeit gab es in der Klasse die folgende Notenverteilung. 2 Sechzehntel der Schüler hatten einen Einser, 6 Sechzehntel hatten einen Zweier, 4 Sechzehntel hatten einen Dreier, 2 Sechzehntel einen Vierer und 2 Sechzehntel hatten einen Fünfer. Zeichne die Bruchteile der Noten in einen Balken ein. Ich habe hier einen Balken vorgezeichnet. Diesen habe ich 16 cm lang gewählt und die einzelnen gleich großen Teile sind jeweils 1 cm lang. Wenn ihr das Beispiel selbstständig lösen könnt, drückt jetzt auf Stopp. Und hier kommt die richtige Lösung. Die sieht so aus. Ich habe hier 2 Fünfer, 2 Vierer, 4 Dreier, 6 Zweier und 2 Einser. Insgesamt sind es ja 16 gleich große Teile. Und ich habe eben mit der 5 links begonnen und mit den Einser rechts aufgehört.